So, meine Lieben, therapeutisches Boxen und die Vorzüge. Vagusnerv, zur Ruhe kommen, zu sich kommen, den eigenen Rhythmus im Leben finden, verwurzelt sein, geerdet sein. Wenn du bei mir im therapeutischen Boxen bist, dann bist du mit deinem Kopf, mit den Gedanken, weil das ist eine Wohltat, das ist eine Kur für das zentrale Nervensystem, dann bist du nicht mehr in der Vergangenheit und denkst über irgendwas nach. Du bist im Moment, du bist nicht in der Zukunft und überlegst dir, was du dort reparieren kannst, um jetzt hier in der Gegenwart wieder zu verkacken. Also deine Gedanken sind gebündelt und sind im Hier und im Jetzt bei jeder Übung. Und das ist eine Wohltat für das zentrale Nervensystem. Da feuern die Neuronen. Und im Hintergrund sehen wir jetzt gerade ein ganz spezifisches Training aus dem Boxen, was aber sehr, sehr gut für den Vagus ist und sehr gut für den Fokus ist. Die Aufmerksamkeit bündeln ins Hier und ins Jetzt, darum geht es. Genau. Jetzt gehen wir mal rüber, jetzt wollen wir die Neuronen mal feuern lassen. Und eins. Und drei. Zwei. Eins. Drei. Zwei. Ja, genau darum geht es im therapeutischen Boxen, zu dir zu finden, zur Ruhe zu kommen. Du bist nicht in der Gegenwart, du bist in der Gegenwart, Entschuldigung, du bist nicht in der Zukunft, du bist nicht in der Vergangenheit, du bist im Hier und im Jetzt. Du lernst deine Aufmerksamkeit auf das zu bündeln, was wirklich relevant ist. Du lernst Dinge auszusortieren, die dir nicht mehr dienlich sind. Du kriegst einen Kontakt zu deinem Körper. Du kriegst ein Gefühl für deinen Biorhythmus, für deinen Lebensrhythmus. Du krempelst dich wirklich von links auf rechts.